Vereine für Vereine. Wir sind heute bei echten Trendsetters. Und weil wir heute bei Trendsetters sind, habe ich mir auch das trendigste Outfit angezogen, das es überhaupt gibt. Aber die Trendsetter, die gehen jetzt weniger mit der Mode, sondern die machen einen Sport. Welchen Sport genau macht ihr denn? Dart. Stil-Dart. Also wenn ich jetzt heute hier für euch für einen Tag mal aufgenommen werden wollte, hättet ihr drei Pfeile für mich und ich qualifiziere mich? Ja, sicher. Ja, aber bevor ihr mich aufnehmt, will ich noch eine gute Tat tun. Mhm. Und da würde ich mich freuen, wenn der Herr Stöckner von der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen mal zu mir kommt. Der ist nämlich der Filialdirektor hier von Weißenhorn und der hat den Check dabei. Warum machen Sie bei Scheine für Vereine mit und warum geben Sie es besonders den Trendsetters gerne? Weil wir hier die Vereine vor Ort unterstützen möchten, das ist uns immer ein ganz großes Anliegen. Trendsetters selber habe ich jetzt noch gar nicht gekannt hier in Weißenhorn, aber mir ist es eben wichtig, auch mal die anderen Vereine kennenzulernen. Wir sind heute bei der F-Jugend des SC Unterweiler. Und die F-Jugend des SC Unterweiler, die hat ein Problem. Lisa ist die Mama von Robin und Lisa, du weißt, wo hakt es denn bei euch? Wir brauchen Tore für die Sporthalle. Jetzt sind wir ja draußen, hier sind ja Tore, aber in der Sporthalle sind keine Tore. Auf was schießen die denn da jetzt gerade? Auf Matten. Das geht ja wohl gar nicht. Da müssen 500 Euro her. Zum Glück habe ich sehr gute Connections zur Sparkasse Ulm. Der Herr Lang, der Filialdirektor von Wieblinge, ist heute hier. Herr Lang, wollen Sie mal zu mir kommen? Herr Lang, Sie haben eine lange, große Papyrusrolle dabei. Was ist denn da drauf? Da ist ein schöner Betrag drauf mit 500 Euro. Ich fasse den nicht an hier, Lisa, das ist dein Geld. Genau, und ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu können, um genau dem Anliegen der F-Jugend zu entsprechen, weil, das, wie Sie sagen, das geht gar nicht. Also machen wir einen Deal, ja? Die 500 Euro gehen an den SC Unterweiler und ihr spielt so lange und so gut Fußball, dass ihr irgendwann Weltmeister werdet. Einverstanden? Alle einverstanden, super. Wir sind heute hier bei den Bärenjägern in Griesingen und ihr seid die Narrenzunft hier in Griesingen. Gibt es noch eine andere? Nein. Doch, es gibt noch eine andere Narrenzunft. Über die reden wir aber heute nicht. Heute zumindest nicht, genau. Ja. Wo bekommt man so eine Maske her? Es gibt, sage ich mal, viele Maskenschnitzer noch hier in der Region und die einfach noch so traditionelle Holzmasken herstellen. Könnt ihr die mal aufsetzen, dass wir noch mal sehen, wie er mit echtem Gesicht aussieht? Herr Hilber, jetzt schauen Sie doch mal, die sehen doch wunderhübsch aus, diese Leute. Wunderbar. Jetzt wollte ich Sie mal was fragen. Hätten Sie vielleicht 500 Euro für die? Die haben sich extra neue Masken kaufen müssen für die neue Saison. Und wir haben doch gesagt, wir helfen den Vereinen in Schwaben. Also ich sag mal, grundsätzlich finde ich es einfach toll, solche Vereine in der Region zu unterstützen. Und das machen wir ja als Sparkasse auch gerne und oft. Ihr habt alles dafür getan, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt euch angemeldet, ihr habt rechtzeitig angerufen. Hiermit gibt es von der Sparkasse Ulm und von Donau 3 FM Scheine für Vereine 500 Euro für die Bärenjäger Griesingen! Yeah!